Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mafia 3 und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal weiter. So. Boah, in der letzten Folge sind wir von einem Restaurant, glaube ich, stehen geblieben. Ist das ein Restaurant? Und vor allem ein Gebäude, wo wir rein sollen. Schauen wir mal. Ja. Schöne Ladescreens. Ein bisschen Rauch in der Luft. So, ja. Oh, wir müssen jetzt nochmal hinfahren. Das wurde uns schon in der letzten Folge erklärt, da müssen wir jetzt nochmal hinfahren. Kommt einer. Okay, und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du klemmst gleich den Bürgersteig lang. Guck's doch rüber. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Ach, Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Oder? Folge sind wir da nämlich schon hingefahren, aber jetzt sind wir nicht gespeichert. Ich fahre mit dem Romalin. Gesagt, sie sollen keine Verkehrsregeln halten. Ja, schon mal nicht gemacht, weil da vorne. Ja, geht schon. Die können alle nicht Auto fahren. Muss ich hier am Zipfel strafen? Bitte geh nicht raus. Komm, jetzt gibt's doch. Wer du fahrst jetzt los? Was hast du gesagt? Fußgänger. Ich weiß auch. Und sie haben auch schon gesehen, dass es gut. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Scheiße. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls vor einem Monat krieg ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für ihr Hund. Ich glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut. Schon klar. Einander. Wenn du erst mal angekommen bist, dachte ich, wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrix? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Jetzt drauf, die GPS-Regeln. Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich! Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit ihr ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich! Wart's ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins.
So. Hey, Mann, sei vorsichtig. Er ist schuld. Boah, fast umgenommen. Ja, ich halte mich jetzt kurz nicht an die Verkehrsregeln. Letzten Folge haben wir nämlich urlang gebraucht mit Verkehrsregeln. Und weil wir es ja schon gespielt haben, habe ich jetzt gedacht, fahren wir ohne schnell durch. Ich plapper zwischen den Dialogen nicht rein, keine Sorge. Kommt überholen wir noch. Sehr gut. Fahrt niemals zu schnell. Ich muss mich jetzt irgendwie hinparken, aber das steht da. Ich park mich davor. Hoppala. So, passt. Nicht, dass uns die Tür. So. Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschieben. So, damit letztens die Folge beendet. Darum gehen wir jetzt rein. Genau. Geh ins Bett. Kann ich hier noch was machen? Ich weiß, wo das Bett jetzt ist. Da hinten. Da leuchtet. Oh. Kurz mal Magazine zusammen. Was denn das ist?
Habe ich das gemacht? Touchpad. Was ist das? Das leuchtet ja. Ah, da kann ich. Warte, da habe ich was gesehen. Sammlung, glaube ich, war das. Kann man sich das anschauen? Homeplay. Was will? Da bin ich zeigen. Ich geh lieber schlafen. Muss ich zitieren. Was ist los? Abtraum. Oh, Altraum ist böse. Rede mir. Ja. Oh, ich bin immer noch müde, Alter. Du hast ein Bett ausgeschnitten und immer noch müde. Ich soll mit alles leer, okay. Mit Sally und Liz reden. Mann, jetzt geht er Ich hab die Sprinttaste immer noch nicht gefunden. Da geht's darauf. Nein. Verstehst du? Ah, hier geht's irgendwo rauf. Hier? Ja, hier. Hallo. Okay. Suppenküche. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du es Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Genau. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Albumcover? Was für dich das Beste ist. Ich weiß. Natürlich mal das Albumcover. Sammlung. Alben. Die Alben. Bei Albumcover. Ui. Und was will? Kann größer machen. Wow. Warum steht dann.
Warum kann man da... Jetzt bedienen wir die Leute. Ich bin gleich wieder da. Und ich muss viel zitieren. Ja, schön. Grüß Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Also, muss so. Ich muss viel gedrückt halten. Danke. Wie war dein Tag? Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Nicht der Rede wert, Ma'am. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Wer fresser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's, Reggie? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wiederzusehen. Nun, wir sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbei. Was machen die Leute? Vielleicht. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Scheiße! Wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Was? Du Scheiße! Rennt weg! Ihr seid alle sollt euch was schlauf! Was ist denn schuld? Ich war nicht. Knochen? Thank you.
Wow. Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Jetzt beginnt es auch noch zu regnen, oder was? Schwimmen zum Dock. Nicht tauchen. Muss langsam gehen. Ich komme da nicht hoch. Doch. Zwei Teams. Eins greift die Bar an, das andere Börlas Land. Schleiche dich an Gegner. Und bringe. Ich habe Mexiko überhaupt okay. Du bekommst. Aus. Kommst du deinen Opfern zu nahe oder machst du Lärm? Ja, dann, wenn du schleichst, machst du weniger Lärm. Ja, ja. Bringe gegen das Such beim Entdeckungsbald. Der Boss meint, selbst wenn wir das alte Ollo abwackeln müssen, um Sammy zu kriegen, werden wir es tun. Papa Leckbar, öffne mit. Du musst noch ruhig sein. So sind zwei andere auf. Die ist. Das Unterschied. Egal. Ich will aber den ins Wasser hauen. Damit man den nicht findet. Wisst ihr? Ah, da war. Guten Appetit. Ein Krokodil eingefressen. So, Deckung gehen. Wir müssen schauen, dass der das nicht sieht, dass wir den umbringen. Vorsichtig. Wenn er da so irgendwo am Eck ist, dann werde ich los. Schnell sein, Alter. Ich muss den Hebel noch auf. Bringen wir den noch weg. Schauen wir nach hinten. Juppen Appetit. Warte, jetzt kommt hier kommt das Krokodil. So. Ruhig. Rauschwinde. Kann man auch geben. Den können wir da liegen lassen, oder? Ah, das sieht gern. Sonst können wir unseren komischen Blick da einsetzen. Keine Ahnung, für was wir haben. So. Hier rein. Vorsicht. Kann man nach runter. Gibt hier was. Messer. Dann Kamera mal richten. Boot. Hier ein Gewehr. Sturm, Automatik, Sturmgewehr. Glaube ich besser als Ding. Also eine Schrotflinte, meine ich. Aber wenn, dann würde ich hier die Pistole am Anfang nehmen. So, wie komme ich da rüber? Den alten Mann schon längst umlegen.
Pfeffer leise, um eine Gruppe aufzuteilen oder anzulocken. Okay. Einer hat's gehört, glaube ich. Hab ihn gesehen! Hier! Okay. Ja, gut. Kann ich irgendwie neu starten? Checkpoint laden. Ich will das irgendwie leise machen, aber irgendwie hat es gerade nicht funktioniert. Ich hatte gesehen, dass ich den umgelegt habe. Aber wie ich die 3 umgelegt habe, glaube ich, das war schon gut. Ja, es war sicher gut, weil ich wurde nicht entdeckt dabei. So, bitteschön. Die reden über mich. Ich will. Ich war hoch schnell. Ja, das ist eine Waffe, die ist aber schlecht. So. Entladen. Und warten. Jetzt weiß ich ja schon, wie er geht. Tschüss. Schrufen, den nehmen wir ja nicht mit, weil da hinten haben wir uns ja das Gewehr. So. Jetzt haben wir das Pfeifen da gelernt. Wir hätten den alten Mann schon längst umlegen sollen. Ich schätze, der Boss hatte Angst, dass Sammy uns nach Gano auf den Hals gehetzt hätte. Hä? Ich versteck mich! Ich sehe ihn! Ah, Mann! Das ist unfähig, Mann. Ich will es irgendwie schaffen, dass sie mich nicht sehen, aber wenn ich schieße, hören die das. Kann ich irgendwie nicht Schalldämpfer dran und dann Pipiu bei der Tür? Keiner hat was bemerkt. Wissen die das? Warum hören die mich und sehen die mich und wollen die mich? Papa Legba, vergib mir, ja, haben wir schon öfter gehört. Ah, ich bin ich. Diesmal wird uns nicht entkommen. Doch. So, tschüss. Bitte mach jetzt deine Runden. Hier gibt's dann schon eine Leiter, auch cool. Können wir den dort reinhauen? Nicht gesehen. So, warte. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr verstecken, das ist mir wichtig. Die Folge ist aus, fällt mir gerade auf. So. Ja, wir werden die zwei noch verstecken und dann werde ich in der nächsten Folge hier weitermachen. So.
Wurst hier bitte rein. Der war hier. So. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage tschüss.